Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir, wie man unser LGB in Kupplungsgleis 10560 und unseren Decoder, Einzeldecoder 55524 über die CS3 anschließt und anmeldet. Das Set des Entkupplungsgleises besteht aus dem Antrieb, die Entkupplungsmechanik und unserem Signalmast. Den können wir einfach hier so draufstecken. Ich habe schon zwei Leitungen installiert für die Beleuchtung. Und hier vorne finden wir dann die Anschlüsse für unseren Decoder. Der Decoder wird einfach hier unten, ich zeige es mal hier, mit Bahnstrom versorgt und vorne hier am Antrieb eingesteckt. Fixiert mit zwei Lüsterklemmen, das heißt zwei Schrauben andrehen und schon wäre das Entkupplungsgleis fast angeschlossen. Wir brauchen bloß noch einen analogen Strom, dass unser Glühbirnchen auch leuchtet. Und schon wäre der Anschluss dieses Entkupplungsgleis abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Decoder 55524 nur noch an unserer CS3 anmelden. Wir gehen hier auf Bearbeiten, MFX-Artikel suchen und dann lassen wir diesen MFX-Artikel suchen. Man kann jetzt sagen, soll er die Adresse beibehalten, wo schon drin ist, oder soll er eine neue vergeben. Ich lasse jetzt einfach eine neue Adresse vergeben und lasse jetzt diesen Decoder auslesen. Dieser Decoder wird sich mit seiner Artikelnummer und einem neutralen Weichensymbol anmelden. Jetzt hat er sich angemeldet und jetzt können wir auch gleich bearbeiten, dass wir das passende Symbol eines Entkupplungsgleises einpflegen. Wir gehen hier auf Bearbeiten, Artikelliste bearbeiten und jetzt gehen wir hier auf sonstige Artikel und hier haben wir unser Entkupplungsgleis Spur 1, anklicken und einpflegen. Und schon haben wir das Symbol geändert. Durch Drücken können wir jetzt das Entkupplungsgleis betätigen. Was mir jetzt aber nicht gefällt, diese Beleuchtung ist immer aktiv. Und dafür haben wir auch eine Lösung, dass wir die mit schaltbar machen. Wenn das Entkupplungsgleis aktiv ist, wird auch die Beleuchtung angehen. Und wenn es nicht aktiv ist, geht die Beleuchtung mit aus. Um dieses Licht schaltbar zu machen, haben wir hier den Zusatzschalter 12070. Wie man den jetzt verdrahtet, zeige ich Ihnen jetzt. Der Zusatzschalter ist kinderleicht zu verdrahten. Ich mache mal hier vorne die Abdeckung weg, wo der Zusatzschalter montiert wird. Hier ist eine Umlenkung, die nachher durch den Antrieb einen Schalter hin und her bewegt. Der Schalter, das sind kleine Mikroschalter, sitzen hier. Und durch die Umlenkbewegung werden dann die jeweiligen Schalter bewegt. Um jetzt diesen Mast zum Leuchten zu bringen bzw. abschalten zu können, müssen wir eigentlich nur eins machen, dass wir diesen Schalter durchschleifen mit dem braunen Kabel, das gelbe Kabel wieder an der Beleuchtung direkt lassen und dann einfach nur noch die zwei braunen Kabel an der Trafo anschließen. So wäre der Stromkreis über den Schalter geschlossen und wenn sich der Antrieb bewegt durch den Schaltmechanismus, geht die Beleuchtung an und aus. Diesen mechanischen Schalter, den Zusatzschalter, wird einfach hier reingeklipst. Und das war alles. Jetzt muss ich nur noch den Trafo anschließen. Und ich kann jetzt das Entkupplungsgleis bedienen. Durch Betätigen können wir jetzt das Entkupplungsgleis ein- und ausschalten. Und auch der Mast geht jetzt mit der Beleuchtung ein- und aus. Und so hat man dann auch von der Ferne, zum Beispiel bei Gartenanlage, durch das Licht eine Funktion mehr und sieht, wann es aktiv ist.